Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Und ich zeige euch heute das Tier 9 Objekt 704, gespielt von Don Brakus. Interessanter Nick übrigens. Auf der Karte Heiliges Tal. Und ja, er ist Top-Tier. Das ist natürlich schick. Wobei, aber hier gerade in diesem Bereich mit 8er, 9er, also auch ein 8er haut ordentlich zu. Und eine ISO-Jagdtiger Rheinmetall auf Gegnerseite. Oho, IS-3 und so, die wissen auch, sich zu wehren. Also als Panzer gesehen, auch nicht so ganz einfach. Aber wir schauen mal, was er hier reißen wird mit dem. Für mich eine der stärksten TD-Linien im Spiel. Ich selber habe sie aber noch nicht gespielt, beziehungsweise ich bin selber erst bei der ISO 152, muss ich gestehen. Aber wenn sie einen nicht trollt, macht sie schon sehr viel Spaß und bei denen wird es dann nochmal ein bisschen besser. Also von dem her, bis jetzt kann ich sie wirklich empfehlen, neben den Deutschen natürlich. Und ja, mal gucken, ob uns Don Brakus einen weiteren Kaufgrund liefert oder ob er zeigt, nee, ich nehme lieber einen Deutschen. So, denn jetzt muss er nochmal da ums Eck kommen. Da vorne stehen ja schon die ersten. Mit seiner schneeweißen Tarnung. Und da hat er schon den Rheinmetall, konnte ihn schon den ersten setzen. Rheinmetall hat natürlich den Vorteil von einem drehbaren Turm. Und jetzt sieht er das ganz richtig, dass hinter ihm 110er ist, aber auf einmal auch noch IS-3 und alles andere aufploppt. Plötzlich neben ihm jetzt noch der 110er kommt. Jetzt muss er schauen, was er macht. Er fährt wieder zurück, um hier nicht mehr von so vielen Seiten beschossen zu werden. Schwieriges Deutsch. An dieser Stelle gibt es ein Setzen 6. Tut mir sehr leid, aber das hat mich gerade hier ein bisschen überfordert, dass das auf einmal alles so schnell ging. Von allen Seiten haben sie ihn hier fast umzingelt gehabt. Er hat es gut gemacht, dass er sich da nochmal zurückgezogen hat und da den Weg nach hinten genommen hat. Also auch hier nicht stupide. Wow! Nach vorne, sondern hier da zurückgezogen hat. Und jetzt mit Auto-Aim hat er den 110er einfach mal das Munitionslager rausgeschossen. So, und jetzt hier den Jagdtiger. Aber mit dem Durchschlag, da kommt halt auch durch den Turm sogar durch. Was haben wir an Durchschlag? Schauen wir uns doch noch schnell an. 268 und 330 dann nochmal knapp. Und hier kann er es gleich nochmal machen. Ja, und dann nimmt er ihn raus. Sehr schön. So, und jetzt hat er hier schon mal 3100 Schaden auf seiner Seite. Steht 5:0. Ja, aber hier ist, das ist das Schöne an der Karte. Hier oben mit Heavys und TDs, die auch ein bisschen Panzerung haben. Da kann man richtig geile Schlachten abbekommen. Also da macht es richtig Fun, richtig Spaß. Und ja, genau so macht mir World of Tanks auch Spaß. Wenn nicht gekämpft wird oder sonstiges, sondern wenn einfach zack auf die Fresse was Schnelles, Intensives mit ordentlich Druck. So, der IS-3, den hat er hier schon sozusagen portionsfertig geliefert und musste nur noch abgefrühstückt werden. So, und jetzt hier, da ist noch IS-3, der ist ja noch voll. Na, wahrscheinlich gleich nicht mehr. Naja, und schon wieder hat er nur noch 181 Schaden, HP in dem Fall. Boah. Es sind halt schon krasse Schellen, so immer um die 800. Man sieht es oben im Schnitt 783 und da waren ja noch zwei Killshots dabei. Gut, einer war ein Munitionslager, der hat natürlich ordentlich ausgeteilt. Und jetzt, genau so macht man es. Einfach durchs Haus durch und BÄM! Sehr schön. Genau so, nicht lang drum rumfahren, nicht gucken. Einfach zack durch. Ist genau so, sehr schön gemacht. Entschuldigung für die Lautstärke. So, da hinten der Conqueror, der fackelt aber jetzt ab und der Rest steht oben. Noch sozusagen da in dem Klosterbereich und ein Tiger, aber der ist, sollte auch eher schnell weg sein.
jetzt die Frage, capt er oder fahrt er noch hoch und schaut, ob er da noch was abbekommt. Weil auch das ist das Schöne am Objekt, man hat einen recht agilen Panzer, also der ist jetzt nicht so langweilig und langsam, so da ist das der Löwe, aber da hinten noch der Waffenträger und den nimmt er, weil der steht für ihn einfach schöner. Hier, kettet ihn, macht nochmal 815 Schaden. Jetzt schießt der Löwe auf ihm, aber auch mit seinem... Oh, du willst doch nicht da oben drauf ziehen, oder? Jetzt bin ich gespannt, ob er da trifft. Ich würde unten einfach... Kommt doch das Haus durch mit der Munition... durch die Dinge durch. Das ist jemals 20 Durchschlagsverlust auf die... durch die Zäune, aber hätte er doch machen können. Naja. So, und jetzt... Ja, genau, einfach durchschießen. Aber na gut. Jetzt der Waffenträger, der ist auf jeden Fall frei für ihn und den nimmt er doch mit. Sehr nice. 4 Kills, 6400 Schaden. Kriegt er noch was ab vom Löwen? Das ist die Frage der Fragen. Der letzte Spieler hier im Gefecht. HP hat er noch. So, jetzt hat er... Ah, nein, er kriegt nichts mehr ab. Sehr schade. Aber damit ist das Ganze hier beendet. 15 zu 4. Es war ein schnelles, intensives und abwechslungsreiches Gefecht. Mir persönlich gefällt sowas sehr, sehr gut. Es ist vielleicht auch ein bisschen rübergekommen. Ja, und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Deswegen, wenn ihr es sagt, es hat euch gefallen, dann lasst doch einen Daumen da. Und ansonsten alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.